Menschliches Hörvermögen, Infraschall, Ultraschall. Ich musste jetzt wieder das andere Mikrofon nehmen, weil ich für alles Hörbeispiele gebe. Nebenbei, wenn ich jetzt hier von 1000 Hertz spreche, kann ich auch statt 1000 ein Kilo Hertz sagen. Also 1000 und ein Kilo, das ist das gleiche, so wie 1000 Meter ein Kilometer sind. So, gut. Was ist Infraschall und Ultraschall? Das sage ich gleich. Wir gehen erstmal auf das menschliche Hörvermögen eines jungen Menschen ein. Der hört ungefähr, manche streiten sich und sagen 20 Hertz, also 16 Hertz, was Hertz ist und Frequenz. Hier oben den Link angucken, ihr könnt da ruhig draufklicken, euch da nochmal informieren. Das Video bleibt hier stehen. Bis 20.000 Hertz, also 20 Kilohertz. Je älter ein Mensch wird, umso weniger, im unteren Bereich ändert sich kaum was, aber umso weniger hohe Frequenzen hört er. Das äußert sich manchmal auch in ziemlich nuschelndem Sprechen aus, was man selber nicht hört. Naja, das spricht man auch nicht. Gut, davon jetzt mal abgesehen. Also, so ähnlich wie es mit Infrarot und Ultraviolett ist, also mit dem Licht, sagt man ganz einfach, das, was wir sehen, ist das Licht, was wir sehen können oder was wir hören. Das, was wir hören können, alles, was da drunter liegt, ist Infraschall, was da drüber liegt, Ultraschall. Und dementsprechend haben die Menschen das willkürlich festgelegt. Gucken wir uns mal, bevor ich zu den Hörbeispielen komme, an, wie weit kann ein Hund hören, also wie weit runter, ähnlich wie wir. Aber bis 50 Kilohertz kann der hören. Das ist schon drastisch. Eine Katze fängt bei 60 Hertz an und hört bis 65.000 Hertz oder 65 Kilohertz. Ein Pferd fängt bei 55 Hertz an, ähnlich wie die Katze, und geht bis 33.000 Hertz. Nebenbei, und die Fledermaus hört von 1000 Hertz bis 120.000 Hertz. Die brauchen das zum Navigieren, weiß ich. Als ich noch jung war, konnte ich durchaus Fledermäuse hören, und wenn man alte Fledermäuse hört, die piepen so tief, dass man es gerade noch so mitkriegt, auch als älterer Mensch. Ich bin schließlich schon alt wie der Wald. Gut. Jetzt zu den Hörbeispielen. Wir hören uns mal den Kammerton A in Sinusschwingung zuerst an und ich werde dann mal hier ein bisschen rumspielen. Also das heißt in unserem menschlichen Hörbereich mal ein bisschen rumspielen. Ich glaube auf dem Handy kann man das dann gut verfolgen. Allerdings wird es bei den Bässen ein bisschen spannend. Ich mache mal an. So, das wären jetzt 440 Hertz, festgelegt international. Manchmal ein bisschen tiefer, manchmal ein bisschen höher. Das ist der sogenannte Kammerton A. Gut. Jetzt nehme ich mal die doppelte Frequenz, das heißt 440 mal 2 ist 880 Hertz und das ist, man sagt, eine Oktave, also 8 Töne höher. Aha. Nochmal das Doppelte. Nochmal das Doppelte. Und nochmal das Doppelte. Und jetzt liegen wir schon bei rund 7000 Hertz. Und jetzt ziehe ich mal hier am Frequenzregler so lange, bis wir so in Bereiche von 15 Kilohertz bis 20 Kilohertz und höher kommen. Mal sehen, wer es dann noch hören kann. Ich höre es jetzt schon fast nicht mehr. 12 Kilohertz, 15 Kilohertz kann ich nicht mehr hören. Jetzt bin ich bei 20 Kilohertz. Wer das noch hört, ist noch ziemlich gut drauf und ich gehe noch weiter drüber. Ungefähr 22 Kilohertz. Mehr kann ich hier nicht. Gut, wir gehen mal wieder in Bereiche zurück, die hörbar sind. Hier ist ungefähr der Kammerton A. Jetzt gehe ich mal tiefer und jetzt kann das Handy das bald nicht mehr, weil der Lautsprecher zu klein ist. Wenn ihr euch einen Kopfhörer aufsetzt, könnt ihr vielleicht diese Frequenzen noch hören. Mal sehen, wie weit es geht. Jetzt liegen wir bei knapp unter 100 Hertz. Jetzt gehe ich mal auf die Netzfrequenz 50 Hertz. Und jetzt gehe ich noch tiefer. 17 Hertz. Also ich kann es nicht hören, ihr wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Und jetzt das tiefste, was er kann, sind 4 Hertz. Jetzt schaut euch mal hier diesen Indikator an, der fängt schon an mitzuschwingen, weil der Indikator, der muss ein bisschen langsam reagieren. Das macht man deswegen so, sonst würde ein Zeiger zum Beispiel würde zittern, dann dämpft man deswegen und hier hat man das übernommen und die Skalen, die sind dann auch ein bisschen gedämpft. Gut. Das bis dahin. Ich denke mal, wir haben das Hörbeispiel für alles Mögliche
hingekriegt. Ich gehe mal wieder in hörbare Frequenzen. Oh, jetzt habe ich ungefähr 880 Hertz getroffen. Ne? Wir sind wieder auf dem Kammerton A, nur doppelt so hoch. Ich mache mal aus. Gut, was heißt das jetzt letzten Endes? Nochmal zusammengefasst. Der Infraschall ist alles das, was tiefer schwingend ist, als wir als Menschen hören können. Für eine Katze wäre Infraschall schon tiefer als 60 Hertz. Aber wir legen es als Menschen für uns fest. Und der Ultraschall ist das, was wir als Menschen nicht mehr hören können, weil es zu schnell schwingt. Oder gar bei alten Menschen. Aber man nimmt junge Menschen an, sodass man sagt, das können wir. Jo, und das wäre eben für alles Mögliche, alle möglichen Tiere ganz anders. Ne? Zum Beispiel für die Fledermaus ist Infraschall schon tiefer als 1000 Hertz, weil sie das nicht mehr hören kann. Obwohl es da ist und wir hören es noch. Umgekehrt ist für uns schon Ultraschall alles, was 20 Kilohertz überschreitet. Und die Fledermaus sagt, was wollt ihr denn? Dann höre ich noch locker. Und so weiter und so fort. Jo, ich denke mal, das hat dazu beigetragen, auch anhand der Hörbeispiele nochmal das Verständnis noch ein bisschen tiefer zu setzen. Und ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.